denkt man halt oft, wenn man halt so, ja, wenn man auch Let's Playt, ja gut, kann ich mir ja dafür einen neuen PC kaufen. Soll ja gut aussehen, habe ich jetzt ja auch gemacht. Es war ja der Grund, es war ja nicht nur für YouTube, sondern es war ja auch fürs selber zocken. Also, ich konnte ja davor echt so gut wie nichts außer Minecraft zocken durch den PC. Und jetzt kann ich halt, ja gut, alles zocken, was man sich so vorstellen kann. Und da müsst ihr halt auch denken. Also ich kann euch nicht viel mehr sagen, denn ich kann immer ein Fazit dahinter setzen. Ihr braucht für YouTube auf jeden Fall viel Zeit, viel, viel Zeit. Bedenkt das. Wenn ihr die Zeit nicht habt, dann beginnt es gar nicht. Und sucht auch euch ein paar Freunde, die vielleicht beim Kanal mitmachen würden. Kommt immer gut an. Und ja, also viel mehr kann ich eigentlich zu dem Thema auch gar nicht sagen, denn viel mehr fällt mir auch gar nicht ein. Jetzt muss ich mal kurz hier die Seite öffnen. Ja, das war das Falsche. Und zwar habe ich dann noch aufgeschrieben, dieses Diamanten. Ne, das habe ich nicht aufgeschrieben. Die hole ich mir kurz. Ah. So. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben gehabt, so ein bisschen den Berliner Flughafen, was jetzt zum Beispiel hier bei uns jetzt nicht so das Thema ist, weil ich ja in Baden-Württemberg wohne. Aber ich finde natürlich, das trifft ganz Deutschland, nicht nur Berlin. Es trifft wirklich ganz Deutschland, denn ich habe keine Ahnung, wie lange der schon gesperrt ist. 1,5 Jahre. Nur durch Brandschutz. Ich kenne mal, das Beispiel ist ja nicht anders, und zwar bei uns im Stuttgart, beim Fernsehturm, das ist ja genauso. Die haben den jetzt gesperrt für 1,5 Jahre. Wegen Brandschutz. Sie haben jetzt irgendwie alle einen Tick, dass irgendwann mal das abfackelt, oder was ist gerade los? Also, manchmal denkt man echt, die Regierung, also oder das Bundesministerium war das ja, glaube, was die manchmal für'n Scheiß daher machen, wegen Brandschutz, glaube bloß weil die, boah, sie sollen mich nicht anschreiben in Facebook, sonst gehe ich da gleich offline. Bloß weil, ich glaube, die Treppe, fragt mich nicht, 8 cm zu schmal ist. Also da denkt man doch wirklich, da schlägt man sich doch Hand gegen den Kopf und denkt, ach du Scheiße, was haben die eigentlich für einen Schaden? Denn einen Fernsehturm zu schließen, weil die Schutztreppe 8 cm zu breit, zu schmal ist. Hallo? Da habe ich mir, wo ich das gelesen habe, das ist ja, da habe ich mir echt den Hand vor den Kopf geschlagen, weil erstens, das kostet ja Stuttgart Unmengen an Geld. Ich will gar nicht wissen, wie viel. Der Berliner Flughafen kostet natürlich noch mehr. Dabei will ich natürlich auch nicht wissen, wie viel. Aber das ist doch alles bloß rausgeschmissenes Geld. Genauso wo wir jetzt bei dem Schulexkursion waren in Berlin, die ganzen Bundeshäuser, also was weiß ich, wo wir da überall waren, die Wände da in den Steine, das seht ihr keinen Riss, das seht ihr gar nichts. Ich will nicht wissen, was die, wie viele Millionen und Milliarden die allein nur dafür ausgeben, dass die halt, also Instandhaltungs Kosten sind es, glaub. Frag mich nicht. Ja, Instandhaltung. Ja, ich glaube. Und dann ja dieses, habe ich ja gehört, dass diese, wie heißt es?
jetzt muss ich überlegen. Ah, Juli, ich bin dumm. Oh, jetzt, wie heißt es? Oh. Ja, ich weiß nicht mehr. Und zwar, wenn ja die ganzen... Wenn es zum Beispiel Staatsbesuch ist, fährt er die ganzen... Ups, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Ist ja sozusagen eine riesen Polizei-Exkorte, heißt es, glaubt. Ich weiß nicht. Und das zahlt, habe ich mitgekriegt, nicht der Bund, also sondern das zahlt Berlin. Und das ist wirklich, da fragt man sich nicht mehr, warum Berlin so viel im Minus ist. Also ich frage mich das zumindest nicht mehr. Denn da habe ich schon lang die Hoffnung aufgegeben, muss ich ehrlich sagen. Ich habe kein Holz. Ich habe echt doch, ich nenne, glaube ich, Holz. Hier. So. Denn dann mache ich mir kurz eine Spitzihacke. Nicht eine Spitzhacke, sondern eine Axt. So. Finde ich recht geschickt. Aber ich würde einfach sagen, dass wir wieder zurück hier auf die große Insel gehen. Und dass wir da zwischendrin diese Bäume mitnehmen, dass ich hier und dass ich zu Hause erstmal ein kleines Haus bauen kann. So. Alles klar, jetzt müssen wir hier irgendwie... Okay, sehr gut. Irgendwie nach rechts kommen, den Zuckerrohr da hinten nehme ich noch mit. Denn ich weiß ja nicht, ob das hier auch wichtig ist. So. Was ist denn das da überhaupt? Lotuslilie. Und dann würde ich sagen, dass ich keine Aufnahmepause mache. Nee, wollte schon sagen, ich wollte eine Aufnahmepause machen. Na, vielleicht, ich weiß nicht, mal gucken. Und dass ich dann erstmal wahrscheinlich ein kleines Haus baue. Dass wir auch ein bisschen Unterschlupf haben. Ich weiß natürlich nicht, ob das hier ein Hexit wichtig ist, aber ich baue einfach eins. So. Das ist ja hier echt geschickt. Da hat man ganz schnell ganz viel Holz. Langt es auch, wenn ich das hier mache? Nee, ich muss immer unten abschlagen. Gut. Gut zu wissen. Dann hau ich den noch weg. Den kann ich gleich mit abhauen. Und ja, das war so ein bisschen die Bundesregierung, wie die mit ihrem Geld sozusagen oder im wahrsten Sinne des Wortes spielt. Und das ist... ich will eigentlich gar nicht mehr... Oh. Ich will eigentlich gar nicht so stark darüber reden, weil es kotzt mir einfach selber an, wo wir da in Berlin waren. Es, oh, ich kann es euch sagen. Wir waren eigentlich alle so... Wir würden jetzt im Schwäbisch sagen, baff, was Berlin da an scheiß viel Geld reinsteckt. Plus, weil es... Ja, okay, gut. Hauptstadt. Ja. Sollte natürlich schon schön aussehen.
Aber dann gleich so viel und die ganzen... Oh Gott, wie heißt denn das jetzt? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Fuck. Wie heißt es jetzt? Ich komme noch drauf, keine Sorge. Mir fällt's gleich ein. die Botschaften. Für jedes, also für fast jedes Land eine. Leute, man kann es auch übertreiben, ohne Witz.